Ja, vielen Dank, Herr Professor Pernies, für die Einladung und die Gelegenheit, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen und so eine kleine Einführung zur Datenschutzgrundverordnung zu geben. Die Datenschutzgrundverordnung ist nicht nur ein filmreifes Projekt gewesen, sondern, insofern muss ich das, was Sie sagen, ein bisschen relativieren, auch ein sehr umfangreiches Projekt. Das bedeutet erstens, dass im BMJV nicht nur ich dafür zuständig bin, sondern auch noch andere Referenten und Referate und dann noch etwas ganz Wichtiges, für in der Bundesregierung diejenigen, die eigentlich vorne sitzen und die dann sagen, so und so geht es nicht. Das sind die Kollegen im BMI, zum Beispiel der Herr dort hinten in der Ecke, Winfried Fey ist aus dem BMI, dort aus dem Team, die dort die Datenschutzgrundverordnung verhandelt haben, in der ersten Reihe gesessen haben. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir sind dann eher die, die dann ihm sagen, wir möchten aber gerne unbedingt, dass dieser Satz gestrichen wird und du musst doch das und das machen und dann diskutieren wir darüber, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aufpasser in der zweiten Reihe. Schön, also das ist seine Perspektive gewesen. Wir haben uns mehr so als Ratgeber gesehen. Aber da komme ich auch schon zum ersten Punkt. Also die Datenschutzgrundverordnung ist ein wirklich sehr komplexes Gesetzgebungsvorhaben. Manche sprechen von einem neuen Grundgesetz für das Informationszeitalter, weil ja alles, dem wir heute zu tun haben, irgendwie mit Daten zu tun hat und viele von diesen Daten personenbezogen sind. Ich habe jetzt heute 30 Minuten, ich habe das schon mal intern gestreckt, auf 45 Minuten zur Einführung bekommen. Das ist immer noch recht wenig. Darum musste ich jetzt einfach ein paar Punkte rausgreifen. Aber hinterher ist ja Schwerpunkt auch die Diskussion. Da können wir dann gerne über alle Punkte, die Ihnen auf den Nägeln brennen, diskutieren oder vertiefen. Also auch wenn ich die jetzt hier nicht angesprochen habe. Können wir darauf eingehen? Es ist ein Projekt mit ausgedruckt weit mehr als 100, eher 200 Seiten. Das heißt, da gibt es immer auch noch Aspekte, die selbst wir neu entdecken können. Ich habe mich versucht, so ein bisschen mal jetzt so ein paar Gruppen zu bilden von Themen, über die ich jetzt reden möchte. Das eine ist erstmal sozusagen das, womit wir angefangen haben, was eigentlich sozusagen dann immer noch der Kerngedanke das war, auch wenn wir jetzt eine Datenschutzgrundverordnung haben und die das Datenschutzrecht komplett neu regeln wird, haben wir ja nicht von null angefangen, sondern wir haben angefangen bei der Richtlinie von 1995. Und der erste Gedanke oder die erste wichtige Entscheidung war, diese Richtlinie fortzuführen. Dazu will ich erst kurz was sagen und auch so wie die Datenschutzgrundverordnung sich mit anderen Rechtsakten verhält. Dann möchte ich auf so ein paar Einzelthemen eingehen, wo ich finde, dass wir Fortschritte gemacht haben, wo wir das Datenschutzrecht aus unserer Sicht modernisiert haben. Und dann auf einen weiteren Punkt, der beim Datenschutzrecht immer ganz besonders wichtig ist, weil wir da vielleicht auch gewisse Defizite haben, wo es aber auch wichtig ist, weil es darum geht, wer letztlich welche Kompetenzen hat, nämlich die Frage, wie setzen wir das eigentlich durch und wie setzen wir es auch, wenn wir ein einheitliches Recht haben in Europa, einheitlich durch. Schließlich dann der Bereich, der wieder sozusagen dann auf Deutschland ein bisschen geschaut, was bedeutet das eigentlich für das Datenschutzrecht, was wir schon haben? Prinzipiell ist es ja eine Verordnung, das heißt, die harmonisiert voll. Wo haben wir denn da eigentlich noch Spielräume? Was müssen wir eigentlich tun? Und wie geht es jetzt weiter? Denn mit der Datenschutzgrundverordnung als Ausblick, als letztes. Ich hatte es eben schon gesagt, wir haben nicht bei Null angefangen, sondern wir hatten ja schon die Datenschutzrichtlinie von 1995, auf der auch weitgehend das Bundesdatenschutzgesetz beruht. Vielleicht sozusagen, damit Sie so ein bisschen mal einen Überblick gewinnen über die datenschutzrechtliche Landschaft, die wir haben. Wir haben also, damit Sie auch einordnen können, wo die Datenschutzgrundverordnung steht. Wir haben einmal ganz links die Datenschutzrichtlinie von 95, die wird jetzt eben ersetzt durch die Datenschutzgrundverordnung. Die gilt, sagen wir mal im Grunde genommen, für die gesamte private Datenverarbeitung, mit einer Ausnahme, auf die ich gleich komme, und auch in weiten Teilen für die Datenverarbeitung durch Behörden, sofern das nicht damals Polizei und Justiz gewesen sind. Dafür gab es nämlich einen Rahmenbeschluss von 2008, den wir gerade in Deutschland auch umsetzen. Der allerdings nicht besonders lange währen wird, denn dort gibt es ein Schwesterprojekt der Datenschutzgrundverordnung. Da hat die Kommission hat immer von einem Paket gesprochen. Sie hat nämlich gleichzeitig neben der Datenschutzgrundverordnung eine Richtlinie, ich verkürze jetzt mal, für die Datenverarbeitung durch Polizei und Justiz
vorgestellt und die sind auch beide im Trilog am Ende parallel verhandelt und abgeschlossen worden. Und die wird ein Mindeststandard für Strafprozessrecht, Datenverarbeitung durch die Polizei, zur Straftatenverhütung und Ähnliches bilden. Daneben haben wir dann noch die E-Privacy-Richtlinie. Das ist die das ist sozusagen das Datenschutzrecht, vor allen Dingen, was wir im TKG haben. Da geht es um das Datenschutzrecht, also bei Telekommunikation, das sehr strikt ist. Also wieder Datenschutz unter Privaten, insofern eine Ausnahme schon von der 95er-Richtlinie. Die gibt es weiterhin. Die E-Privacy-Richtlinie, die ist auch nicht verändert, die ist auch weiterhin sozusagen so ein Spezialgesetz. Kann man sich, wenn Sie da forschen wollen, jetzt viel mit auseinandersetzen, wie sich die Daten, wie sich der Wechsel von der Richtlinie, also von 95 zur Datenschutzgrundverordnung auf die E-Privacy-Richtlinie auswirkt, denn die verweisen sehr häufig an vielen Stellen aufeinander. Aber auch da, vielleicht nur als Ausblick, da wird es auch eine Novellierung geben. Ist von der Kommission also immer angekündigt worden. Genaueres wissen wir nicht. Uns wurde immer gesagt, wir schließen jetzt mal die Datenschutzgrundverordnung ab und dann machen wir uns auch hier an einen neuen Rechtsrahmen. Also das ist sozusagen wichtig, damit Sie wissen, was jetzt einfach nicht drunter fällt. Und dann haben wir noch was ganz Wichtiges, die Kommission und die anderen und auch das, vor allen Dingen die Kommission hat die Datenschutzgrundverordnung vorgestellt. Die sollte für alle Mitgliedstaaten voll harmonisierend gelten, also einen einheitlichen Rechtsrahmen mit einer Ausnahme. Nicht für die EU-Institution. Da haben wir nämlich seit 2001 eine eigene Verordnung und die wird es auch weiterhin geben. Die soll auch irgendwann jetzt angepasst werden an die Datenschutzgrundverordnung, aber sozusagen über die Datenverarbeitung durch die EU und die Agenturen zum Beispiel, die ja teilweise auch nochmal spezial geregelt sind, über die reden wir jetzt im Moment nicht, sondern wir beschäftigen uns heute mit der Datenschutzgrundverordnung, das heißt also hauptsächlich der Datenverarbeitung durch Private. Und die Datenverarbeitung durch Behörden, sofern es nicht um die Verhütung, Abwehr oder Verhinderung von Straftaten geht. Ich habe gesagt, Fortführung der Richtlinie von 95. Ich könnte Ihnen jetzt einen Überblick geben, sozusagen so über die gesamte Regelungssystematik. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Also ich hoffe, dass ich Sie jetzt alle mitnehmen kann. Ich wollte jetzt keinen Überblick geben sozusagen über die genaue Systematik. Wir gehen das jetzt artikelweise durch, denn dann würde ich mit der Zeit nicht richtig auskommen und würde im Grunde genommen gar nicht dazu kommen, Ihnen die Neuerungen wirklich vorzustellen. Sondern ich wollte jetzt mal kurz anhand dieser Grundprinzipien sagen, wie die Datenschutzgrundverordnung aufgebaut ist und wie sich das zur Richtlinie verhält. Denn im Grunde genommen hat man sich entschieden, einfach das fortzuführen. Also diese Grundprinzipien, ist etwas, das haben wir im deutschen Datenschutzrecht so nicht, gibt es in der Richtlinie auch schon, die sind quasi dort als Qualitätsgrundsätze jeder Datenverarbeitung vorangestellt. In der Verordnung sind das die Grundprinzipien, die jede Datenverarbeitung erfüllen muss. Also ist es so, dass wir weiterhin das haben, was wir aus dem deutschen Datenschutzrecht auch haben. Jede Datenverarbeitung bedarf einer Rechtsgrundlage. Das kann eine Einwilligung sein, das kann sein, dass es für die Durchführung eines Vertrags notwendig ist, das kann eine gesetzliche Grundlage sein. Wie wir es zum Beispiel vor allen Dingen im öffentlichen Bereich haben, aufgrund des Gesetzesvorbehalts, das können aber auch so Aufbewahrungsfristen oder Aufbewahrungsvorschriften sein, wie wir sie zum Beispiel im HGB haben oder in der Abgabenordnung, also sprich, wenn Sie Daten brauchen, um Ihre Bücher für die Steuerbehörden zum Beispiel nachvollziehbar zu halten. Jede Datenverarbeitung muss fair und transparent sein. Zur Transparenz werden wir nachher eine ganze Menge sagen. Da geht es dann vor allen Dingen auch um die Frage, worüber müssen Sie als Betroffener eigentlich informiert werden. Wir haben weiterhin beibehalten den Grundsatz der Zweckbindung. Also jede Datenverarbeitung muss für einen ganz bestimmten Zweck erfolgen. Und jede Änderung dieses Zwecks ist wiederum eine für sich legitimationsbedürftige neue Datenverarbeitung. Wichtig in dem Zusammenhang ist etwas, was wir aus dem deutschen Datenschutzrecht nicht so eins zu eins kennen. Das war aber auch schon in der Richtlinie so. Diese Zweckbindung hat vor allen Dingen auch noch folgendes Element, nämlich, dass wenn ich jetzt einen Daten erhoben habe zu einem bestimmten Zweck, also zum Beispiel werden erhoben, um eine Überweisung als Bank durchzuführen und ich ändere diesen Zweck, dann brauche ich dafür nicht nur eine neue Grundlage, sondern dieser neue Zweck muss auch mit dem ursprünglichen Erhebungszweck, also da, wo Sie die Daten von den Betroffenen erhoben haben, vereinbar sein. Das ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Fall haben mit einer Banküberweisung, so dass Sie als Bankkunde ziemlich überrascht wären,
wenn die Bank jetzt ihre Überweisungen mal auf ihre Vorlieben und mögliche Interessen und mögliche Präferenzen, die sie so als Kunde für weitere Produkte haben könnten, auswerten würden. Damit rechnen sie nicht. Aufgrund dessen, was wir so, ich nenne das mal so umgangssprachlich, Bankgeheimnis nennen. Das bedeutet dann nämlich zum Beispiel, dass wir zukünftig prüfen müssen, ob das, wir bei einer Zweckänderung immer eine Rechtsgrundlage brauchen und gleichzeitig gucken müssen, ob der neue Zweck mit dem Erhebungszweck vereinbar ist. Das haben wir im BDSG nicht so umgesetzt, da wird das im Rahmen dann so der Interessenabwägung spielt das dann eine Rolle. Weiterhin haben wir den Grundsatz der Datensparsamkeit, auch wenn man da viel hört, im politischen Raum, ist es keineswegs so gewesen, dass der Grundsatz der Datensparsamkeit sozusagen umstritten gewesen ist. Wenn man ihn vergleicht mit der Richtlinie, haben wir ihn sogar noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Klar ist, die Daten, die ich verarbeite, müssen richtig sein. Interessant ist, dass wir etwas haben, dass auch die Begrenzung der Speicherdauer ist ein Grundsatz dessen. Das muss man zum Beispiel dann überprüfen, indem man in regelmäßigen Intervallen schaut, braucht man die Daten noch, und man muss auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt anonymisieren. Integrität und Vertraulichkeit sind sozusagen flankierend, genauso die Verantwortlichkeit, Accountability, dass ich also das alles als datenverarbeitende Stelle nachweisen muss. Wie gesagt, wenn Sie sich das alles angucken, das sind im Grunde genommen die Gedanken, die wir schon in der Richtlinie von 95 haben und die auch unser BDSG tragen. Und die waren, muss man vielleicht auch sagen, nach meinem Empfinden in Brüssel eigentlich zu keinem Zeitpunkt umstritten. Und es ging eigentlich nur zu schauen, wie entwickelt man die weiter und wie ergänzt man die vielleicht, um den Herausforderungen, die wir heutzutage durch Internet, durch globale IT-Konzerne, durch allgegenwärtige Datenverarbeitung etc. Rechnung tragen können. Da komme ich mal zu dem, was ich jetzt Modernisierung des Datenschutzrechts genannt habe. Also ich habe schon gesagt, eine Grundlage für die Datenverarbeitung, eine richtige Rechtsgrundlage, kann die Einwilligung sein. Steht auch in der Charta drin. Und das ist natürlich das, was wir so kennen. Wenn wir Daten verarbeiten wenn wir einer Datenverarbeitung zustimmen im Internet, sei es jetzt, wenn wir zu einem neuen E-Mail-Provider gehen, wenn wir bei Amazon zum Beispiel etwas bestellen oder Kinokarten kaufen. Das muss man meistens eine kleine Box hier anklicken und muss dann damit die Datenschutzerklärungen des Unternehmens anerkennen. Das ist die Einwilligung. Da haben wir uns sehr stark Gedanken darüber gemacht, weil das heutzutage natürlich extrem wichtig ist. Warum? Erstens, die Einwilligung ist natürlich sozusagen der primäre Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung. Also man kann natürlich auch überlegen, dass man Datenschutzrecht sozusagen primär gesetzlich regelt und vorgibt, weil man sagt, der Einzelne ist dazu nicht in der Lage. Andererseits heißt es halt nicht ohne Grund sozusagen informationelle Selbstbestimmung, weil derjenige selber entscheiden soll, wer wann was über ihn weiß. Das Entscheidende ist nur, man muss ihn, wie auch sonst, zum Beispiel im Rechtsverkehr, zum Beispiel im Vertragsrecht, in die Lage versetzen, dass er das wirklich entscheiden kann. Dementsprechend ist es wichtig, dass ich eine Einwilligung informiert abgebe, dass ich sie freiwillig abgebe und dass sie hinreichend klar ist. Da haben wir uns sehr viel Gedanken drüber gemacht, wie man das gewährleisten kann. Letztlich geht es also ein bisschen darum, dass wir die Einwilligung, die wir aus dem Datenschutzrecht kennen, so ein bisschen anreichern um Gedanken, die wir aus dem Verbraucherschutzrecht kennen. Denn so ein bisschen ist die Situation ja vergleichbar, ob Sie jetzt eine ellenlange, komplizierte Datenschutzerklärung bei einem großen IT-Unternehmen bekommen oder ob Sie einen komplizierten Vertragswerk und Klauselwerk einer Versicherung überreicht bekommen. Situation ist ähnlich. Sie können das letztlich nicht unbedingt immer alles lesen. Sie müssen darauf vertrauen, dass das fair ist. Und da haben wir uns Gedanken gemacht. Ich fange mal von hinten an, mit dem, dass Sie sich darauf verlassen können, was fair ist. Da ist uns jetzt festgehalten, dass sozusagen die Einwilligung, wenn sie vorformuliert ist, in Anlehnung an die AGB-Kontrolle überprüft wird. Das heißt also, die Einwilligung muss erkennbar sein für denjenigen, der muss sehen, dass er in Datenverarbeitung einwilligt. Sie muss klar sein, sie muss verständlich sein und sie darf keine unangemessenen Klauseln enthalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass wir einige Situationen haben, wo man sich echt fragen kann, ist das eigentlich freiwillig heutzutage noch?
da können Sie sich viele Situationen vorstellen, beispielsweise wenn Sie ein Smartphone haben und bei diesem Smartphone gibt es nur sozusagen, gibt es von dem Hersteller nur eine Software für als Betriebssystem. Das wird jetzt abgedatet, dieses Betriebssystem, mit dem, was dazugehört, und der möchte jetzt von Ihnen eine neue Datenschutzerklärung und dass Sie der zustimmen. Jetzt können Sie sich überlegen, können Sie wirklich Nein sagen? Wenn das die einzige Software zu der Hardware ist, schwierig. Wenn Sie in einem sozialen Netzwerk sind, wo alle Ihre Freunde sind, da können Sie vielleicht sagen, wenn das, wenn die Datenschutzbedingungen geändert werden, nein, ich möchte das nicht. Aber was nützt Ihnen das? Also selbstbestimmt, aber einsam, verfehlt irgendwie ein bisschen den Zweck. Und deshalb haben wir hier uns Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen besser auffangen kann. Da ist einmal ein Gedanke reingekommen, den wir im deutschen Recht schon haben, der das nämlich eine Datenverarbeitung nicht, die jetzt nicht für einen bestimmten Vertrag oder eine Dienstleistung notwendig ist, nicht mit einer Einwilligung zwingend gekoppelt werden darf. Also zumindest muss man dann schauen, passt das hier ganz besonders oder ist das dann wirklich noch freiwillig, dass derjenige jetzt Daten preisgibt, die im Grunde genommen gar nicht erforderlich sind. Vielleicht wäre es noch ein bisschen schöner gewesen, wenn man das noch ein bisschen damit gekoppelt hätte, ob derjenige denn vielleicht dann wenigstens die Chance hat, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. So ein bisschen sozusagen so ein Gedanke, ist hier jemand marktbeherrschend oder nicht. Weiter haben wir uns, ist jetzt etwas enthalten, dass man dann auch annimmt, dass eine Erklärung nicht freiwillig ist. Wenn man zum Beispiel eine globale Datenschutzeinwilligung hat, zu allen möglichen Zwecken, für alle möglichen Arten der Datenverarbeitung, Sie wissen gar nicht, was auf Sie eigentlich zutrifft. Da könnte man sich nämlich auch etwas anderes überlegen. Man könnte das auch so aufbereiten, dass Sie in die einzelnen Arten der Datenverarbeitung zu den einzelnen Zwecken sozusagen zustimmen müssen. Wie man das vielleicht so beim manch einem Smartphone kennt, wo man dann immer so einen einzelnen Button einklicken muss, wer zum Beispiel auf die Standortdaten zugreifen darf, welche App beispielsweise. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke, wo einige sicherlich sich Kauteljahr juristisch Gedanken werden machen müssen. Ein Punkt, den wir jetzt schon haben, das ist halt, wenn wir ein klares Ungleichgewicht haben, sodass eine Einwilligung unwahrscheinlich ist. So zum Beispiel manchmal also der Fall sein im Arbeitsverhältnis unter Umständen, wenn Sie sich da ein bisschen mit Arbeitnehmerdatenschutz auskennen, wissen Sie, dass Einwilligungen da jetzt schon ein schwieriges Feld sind. Interessant ist, das war ein großer Diskussionspunkt, wie muss eigentlich so eine Einwilligung gegeben werden? Da gab es die große Diskussion, muss das explicit, also ausdrücklich geschehen oder, was jetzt drin steht, unambiguous, also unzweifelhaft. Da ging es letztlich so ein bisschen um die Frage, muss ich immer gibt es immer nur Opt-in oder muss ich einen Opt-out machen? Also beispielsweise Opt-out, wenn man sich mal anguckt, der BGH hat das mal entschieden, kann zum Beispiel auch so geschehen, dass Ihnen jemand sagt, wenn Sie keine Werbung von uns bekommen wollen oder wenn Sie nicht wollen, dass wir die Daten zu Werbezwecken verarbeiten, dann müssen Sie eine Klausel streichen, händisch oder so etwas. Opt-out ging durch. Ich glaube, dass sich das letztlich, dass dieser ganze Streit keine große Rolle mehr spielt, weil jetzt haben wir unambiguous und zwar bei a clear affirmative action. Und ehrlich gesagt, affirmative action klingt irgendwie zumindest auf den ersten Blick nach was Aktivem. Da kann man sicherlich noch länger drüber überlegen. Für die einzelnen Fallgestaltungen ist aber, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Ich eile mal ein bisschen. Interessant ist hier vielleicht auch noch ein ganz anderer interessanter Punkt. Sie können nämlich auch die Einwilligung durch Technical Settings geben. Da kann man sich überlegen, wie ist das mit Browser-Einstellungen zum Beispiel. Das ist ganz interessant zum Beispiel bei der Frage, wenn es um Cookies geht, kennt man vielleicht auch. Sie wissen, vielleicht ist eine große Diskussion, muss ich in Cookies einwilligen? Also muss ich, sagt die sogenannte Cookie-Richtlinie, das ist ein Teil der E-Privacy-Richtlinie. Aber die Form, wie eingewilligt werden muss, richtet sich nach dem Datenschutzrecht. Das heißt, da kann man sich jetzt überlegen, wie sich das vielleicht auswirkt, ob das dann ausreicht, wenn ich Cookies mit meinem Browser zulasse. Würde man sich genau anschauen müssen. Ganz wichtiger Punkt, gerade auch für die Kommission bei ihrem Entwurf war die Stellung der Betroffenen zu regeln. Wir haben ja im Datenschutzrecht verschiedene Betroffenenrechte.
Dazu gehört auch, dass sie informiert werden, dass also Transparenz gewährleistet ist. Denn nur dann können sie, wissen sie ja überhaupt, was jemand mit ihren Daten tut, zu welchem Zweck. Und dann kommen sie auf die Idee, die Löschung zu verlangen, weitere Auskünfte zu verlangen, vielleicht Berichtigung zu verlangen etc. Da haben wir jetzt einen ganz, ja, sag ich mal, viel stärker konkretisierten Katalog von Informationen, die Sie offenlegen müssen als datenverarbeitende Stelle. Nicht nur der Zweck. Wer sind Sie eigentlich als datenverarbeitende Stelle? Für welchen Zweck verarbeiten Sie das? Auch zum Beispiel, das ist sicherlich auch unter dem Eindruck von Snowden und Safe Harbor Entscheidung reingekommen, auch zum Beispiel, in welchem Land verarbeiten Sie das, wenn das nicht in der EU ist? Schicken Sie die in einen Drittstaat? Und das ist sehr gestärkt worden, welche Informationen Sie immer bekommen müssen. Eine Idee war, kommen wir natürlich wieder zum ähnlichen Problem wie bei den AGBs vorhin, was machen Sie mit den ganzen Informationen eigentlich? Die sind ja ganz schwer nur zu erfassen. Da war vom EP die Idee, die ich sehr gut fand, man könnte so Piktogramme machen. Das war sogar vom Europäischen Parlament in seinem Standpunkt sogar schon ausgearbeitet mit kleinen Bildern. Ein Beispiel war, wenn Ihre Daten verkauft werden, dann sollte es so ein Warnzeichen geben mit einem kleinen Geldsäckchen drin. Das fand ich sehr schön plakativ. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wäre das, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man Leuten ganz schnell deutlich machen kann, ob jetzt eine Datenverarbeitung für sie, ich nenne das jetzt mal, gefährlich ist oder vielleicht jetzt mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden sollte oder ob das vielleicht alltäglich ist. Diese Piktogramme sollten auch maschinenlesbar sein. Haben wir jetzt nicht drin, sondern da hat jetzt nur die Kommission einen der wenigen delegierten Rechtsakte bekommen, hier was auszuarbeiten. Vielleicht, wenn Sie sich noch an den Ursprungsentwurf der Kommission erinnern, der wimmelte von delegierten Rechtsakten. Das ist eine Zeit lang jetzt so die Strategie der Kommission gewesen mit vielen Rechtsgebieten, eine große Zahl von delegierten Rechtsakten. Also man könnte sagen, so eine Anlehnung Primär-, Sekundärrecht, hier von Tertiärrecht sprechen. Also im Grunde genommen war das immer vorgesehen, wenn es spannend wurde. Davon ist im Grunde genommen nichts mehr übrig geblieben. Hier ist jetzt so eine Stelle, es gibt noch zwei, drei andere und dann eben bei der Drittstaatenübermittlung, wenn es dann um so Gleichwertigkeitsentscheidungen geht, wie zum Beispiel die Safe-Harbor-Entscheidung, die jetzt für ungültig erklärt worden. Neuer Punkt ist, dass Sie informiert werden müssen bei Zweckänderungen. Wovon Sie bestimmt alle was gehört haben, ist das sogenannte Recht auf Vergessenwerden. Gab es ja das Urteil vom EuGH. Das nennen wir jetzt auch, das Recht auf Vergessenwerden ist ein Terminus, den hatte sich die Kommission ausgedacht, sozusagen in ihrem Entwurf. Auch, sage ich mal, als programmatische Aussage, ja, dass es so etwas geben, also sozusagen so etwas geben sollte. Wie eine Art Verblassen von Informationen im Grunde genommen. Vielleicht wirklich sozusagen als eine Art Gegenerzählung dazu, dass ja Informationen doch immer leichter auffindbar sind und auch im Grunde genommen auf Dauer auffindbar sind. Der EuGH hat das aufgegriffen in dem Urteil gegen Google Spanien. Da ging es darum, dass jemand nicht mehr mit bestimmten Ergebnissen in der Namenssuche bei Google auftauchen wollte. Aber letztlich, was geblieben ist, es handelt sich um das normale datenschutzrechtliche Löschungsrecht. Das heißt, der EuGH hat dem letztlich nur jetzt eine stärkere zeitliche Komponente hinzugefügt und hat quasi gesagt, dass was im Grunde genommen logisch ist, wenn man darüber nachdenkt, dass jede Datenverarbeitung einer Rechtsgrundlage bedarf. Das ist meistens eine Abwägung. Und bei der Abwägung ist es natürlich so, dass das Interesse daran, bestimmte Informationen anzuzeigen, mit dem Zeitverlauf und dem zeitlichen Abstand einfach abnimmt. Und dann muss man es eben löschen. Und das, glaube ich, sozusagen die Kernaussage dessen gewesen. Wir haben das, sage ich mal, gar nicht mal weiter deshalb umgesetzt. Wir haben zeitweise mal überlegt, könnte man da Verfahrensregelungen machen, vielleicht so in dem Sinne, wenn so eine Suchmaschine angesprochen wird, Links zu löschen, weiß die ja eigentlich gar nicht, was der Link für eine Bedeutung hat. Ist derjenige vielleicht irgendein wichtiger Lokalpolitiker oder so? Und es lohnt sich jetzt über den und seine Verfehlungen was zu bringen oder nicht. Hatten wir überlegt, ob man so etwas machen kann wie eine Anhörung dann eines Dritten oder so. Ist nicht drin. Was es drin ist, ist eine Pflicht dann aber sozusagen bei Veröffentlichungen, wenn man die dann mal löschen muss. Dass wir veröffentlicht hatten, Dritte dann diese Informationen zur Kenntnis genommen haben, angemessene Schritte zu ergreifen,
damit dann zum Beispiel auch Links, Kopien etc. bei Dritten gelöscht werden. Das ist allerdings auch für uns nichts Neues im deutschen Recht. Das hat der BGH in presserechtlichen Entscheidungen auch entwickelt, hat auch im letzten Sommer mal eine Entscheidung erlassen, wo er auf diese Vorschrift sozusagen im Vorgriff auf die Grundverordnung schon Bezug genommen hat. Neu ist auch, wir haben ein ganz starkes Widerspruchsrecht. Das ist vor allem, das kennen wir schon aus dem deutschen Recht, das hatten wir europäisch aber noch nicht. Vor allen Dingen nämlich bei Werbung. Man kann also heute jetzt der Datenverarbeitung zu Werbezwecken immer widersprechen. Und man ist dann auch bei der ersten Ansprache darauf hinzuweisen. Das hatten wir bisher nicht. Und wir haben auch ein Widerspruchsrecht bei Datenverarbeitung für statistische Zwecke, wissenschaftliche Zwecke und historische Forschung. Was so ein bisschen daher rührt, dass man an anderer Stelle diese Zwecke, die ja auch einen gewissen gesellschaftlichen Zweck haben, privilegiert hat. Und auch muss man sagen, häufig eigentlich nicht auf den Personenbezug ankommt. Bei Statistik kennen wir aus dem Volkszählungsurteil, braucht man eigentlich die personenbezogenen Daten irgendwann nicht mehr, weil man ganz genau, wenn man weiß, dass die Daten stimmen und verifiziert hat. Und wir haben ein neues Recht auf Datenportabilität. Das ist eher wettbewerbspolitisch gedacht als datenschutzrechtlich. Da geht es nämlich auch nicht nur um meine personenbezogenen Daten, sondern die Daten, die ein Betroffener zur Verfügung gestellt hat. Die soll der nämlich von einem Anbieter leichter zu einem anderen übertragen können. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ja Ihr E-Mail-Postfach, das Sie irgendwo im IMAP-Verfahren bei, ich sage jetzt mal, web.de haben, zu Gmail umziehen oder so etwas. Dann ist das relativ schwierig, Ihre 3.500 E-Mails zu übertragen. Da gibt es zwar auch Programme für, aber das soll Ihnen hier erleichtert werden. Die sollen Ihnen dann in einem gebräuchlichen Format gezeigt werden. So. Ganz kurz, weil ich sehe schon, Zeit rennt. Was wir hier stärker haben, was für viele ganz wichtig ist, ist stärkere Formen, sage ich mal, der Selbstregulierung. Also hier wird jetzt Codes of Conduct zum Beispiel eine stärkere Rolle eingeräumt, also sozusagen Spezifizierungen der Datenschutzgrundverordnung. Zum Beispiel, also wir haben sowas in Deutschland im Moment im Versicherungswesen, wo dann eine Branche das in Abstimmung dann mit den Datenschutzbeauftragten niederlegt. Auch haben wir das erste Mal das haben wir im deutschen Recht schon auch ansatzweise, da geht es um das bisher nicht verwirklichte Datenschutzaudit, Zertifizierung, also dass man deutlich machen kann, dass man hat eine unabhängige Stelle und die zertifiziert, dass die Datenverarbeitung, die wir hier haben, die in einem Unternehmen praktizieren, mit den Regeln vereinbar ist. Und dann kann ich dieses Siegel verwenden, so, und diese ganzen Selbstregulierungsmaßnahmen haben dann auch weitere Wirkungen, zum Beispiel ermöglichen die mir unter bestimmten Voraussetzungen auch, dass ich dann als Unternehmen in einem Drittstaat, also der kein gleichwertiges Datenschutzniveau hat, nehmen wir mal jetzt, weil es aktuell ist, die USA, mich vielleicht auf so eine Zertifizierung stützen könnte, sofern weitere Rahmenbedingungen gegeben sind, sage ich mal, mit Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH. Es kann aber auch, und das ist sozusagen praktisch ganz wichtig und hat dabei diesen Punkten eine Rolle gespielt, auch so, dass wir zum Beispiel bei Auftragsdatenverarbeitung, also vor allen Dingen beim Cloud Computing, eben die Situation haben, dass ich ja als Auftraggeber eigentlich sicherstellen muss, dass mein Auftragsdatenverarbeiter angemessene Garantien hat, dass da die Datensicherheit gewährleistet ist etc. Das Problem ist natürlich nur, wenn ich jetzt mal so eine klassische Cloud-Datenverarbeitung nehme, sowas wie, nehmen wir mal Office 365 oder so etwas, also ich kann niemals in die Datenverarbeitungszentren von Microsoft. Das darf ich auch gar nicht. Das wollen ja die anderen Kunden auch gar nicht. Das würde ich auch selber nicht wollen. Sondern aber irgendwie muss ich ja nachweisen können, dass das in Ordnung ist, was die machen. Da helfen mir diese Zertifikate. Oder auch Codes of Conduct. Ein Punkt, den ich mal kurz anspreche, auch nur, sage ich mal, weil im Moment in aller Munde ist, die Drittstaatenübermittlung. Wir haben alle mitgekriegt, Safe Harbor, neue Privacy Shield, der kommen wird, dem ich nichts sagen kann, weil wir ja alle noch nicht wissen, was da letztlich drinstehen wird. Da haben wir uns weitgehend an dem orientiert, was es in der Richtlinie gibt. Also es gibt ein System, wo die Kommission in Angemessenheitsentscheidungen entscheiden kann, dass manche Staaten ein gleichwertiges Datenschutzniveau haben. Das haben nicht viele, dieses Prozess haben ungefähr 12 bis 13 Staaten, glaube ich, hinter sich gebracht bisher. Und die dürfen Sie wie in die EU übermitteln. Für alle anderen brauchen Sie einen, neben sozusagen den normalen Verarbeitung der Daten, Voraussetzung der Datenverarbeitung, eine weitere Garantien oder eben eine Ausnahmevorschrift. Das können eben Standardvertragsklauseln sein, Binding Corporate Rules oder bestimmte Ausnahmen.
Da ist es vielleicht nur interessant, dass also die Binding Corporate Rules sind jetzt sehr viel stärker ausdifferenziert worden. Was müssen die eigentlich alles beinhalten? Das ist zum Beispiel, wenn sich als Konzern, nehmen wir mal an Exxon oder so etwas, gibt sich dann für die Datenverarbeitung im ganzen Unternehmen sozusagen ein eigenes Datenschutzregime. Das wird dann genehmigt von den Datenschutzaufsichtsbehörden. Das ist, da können Sie sich auch als Betroffener darauf berufen und Ähnliches. Das ist stärker ausdifferenziert und wir haben eine neue Ausnahme. Wir erlauben das erste Mal unter ganz engen Voraussetzungen auch eine Interessenabwägung bei der Drittstaatenübermittlung. Politisch relevant ist hier, dass es in Artikel 43a so etwas gibt, was jetzt, sag ich mal, Anti-Pfizer-Klausel, sagen manche dazu. Ich nenne das jetzt auch mal so, weil es viele darunter kennen und weil es sehr schwierig sonst zum Schreiben ist. Da geht es darum, im Grunde genommen nur symbolisch nochmal Folgendes klarzustellen, dass ein Ersuchen an mich als europäisches Unternehmen von einem ausländischen Gericht oder einer ausländischen Behörde, ihm Daten auszuhändigen, zum Beispiel wenn eine US-Strafverfolgungsbehörde gerne Daten von Microsoft Irland haben möchte, dann reicht das nicht aus. Deshalb habe ich hier die beiden Herren hier dargestellt. Das ist eine direkte Folge aus den Enthüllungen von Edward Snowden gewesen, von den Tätigkeiten von US-Nachrichtendiensten. War zwar schon vorher im Gespräch, aber das dürfte so der politische Hintergrund sein, warum man so eine Klausel aufgenommen hat. Denn wann soll so etwas dann immer zulässig sein? Natürlich geht das alles, wenn Sie eine völkervertragliche Grundlage haben. Ein Rechtshilfeabkommen zum Beispiel. Oder ein anderes Abkommen, das den Datenaustausch in diesem Staat dann für diese Zwecke, also die Übermittlung an dessen Behörden erlaubt. Interessant ist, dass man auch jetzt eine Möglichkeit gibt, dass man die Übermittlung bestimmter Daten, bestimmte unsichere Drittstaaten, also ohne gleichwertiges Datenschutzniveau, auch als Mitgliedstaat untersagen kann. Muss man mal schauen, wie weit das reicht. Manch einer wird sich fragen, im Oktober gab es ja dann noch die Entscheidung in der Rechtssache Schrems, also die ungültige Erklärung der Safe Harbor Entscheidung für den transatlantischen Datenverkehr. Da haben wir, sage ich mal, wurde noch ein bisschen was geändert im Trilog, aber sage ich mal, das Grundsystem ist unangetastet geblieben. Aber man muss diese Entscheidung mit ihren Wertungen natürlich sozusagen im Hintergrund beachten. Also sie hat ja auch dieses ganze System, was ich oben skizziert habe, mit Adäquanzentscheidungen bei den Corporate Rules und sowas nicht an sich in Frage gestellt. Aber sie hat natürlich dafür jetzt wichtige Vorgaben gemacht, weil sie eben gesagt hat, wenn Daten einen Drittstaat übermittelt werden, muss eben auch geschaut werden, sozusagen nicht nur, wie ist das sozusagen privatrechtlich gewährleistet, also im Rahmen von Standard, also von vertraglichen Zusagen zum Beispiel des Empfängers, sondern wie sieht der öffentlich-rechtliche Rahmen aus, dem der im Drittstaat vielleicht ausgesetzt ist. Für uns in Deutschland ist mal ein Punkt ganz wichtig gewesen, wir haben nämlich eine Errungenschaft, die es in Europa sonst nicht so gibt, das ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte. Also das ist derjenige, dass Sie jemanden im Betrieb haben, der ihr primärer Ansprechpartner ist, der eine gewisse Unabhängigkeit ist, mit dem sie auch, der sich natürlich auch mit ihrem Betrieb auskennt und mit dem sie Datenverarbeitungsvorgänge absprechen können. Andere Staaten haben das anders. Andere Staaten haben ein sehr viel stärker sozusagen behördlich orientiertes Modell. Da muss man sich alles genehmigen lassen und anzeigen. Kostet auch ein bisschen Geld immer. Ist natürlich auch sehr aufwendig, wenn Sie jedes Mal bei den Behörden ihr Geschäftsmodell und ihre Datenströme erklären müssen, warum sie etwas tun. Für uns war das deshalb ganz wichtig, dieses Konzept des betrieblichen Datenschutzbeauftragten beizubehalten. Das ist uns gelungen, schon deshalb, weil wir eine Öffnungsklausel reinbekommen haben, die uns erlaubt, die deutsche Rechtslage beizubehalten. Aber es ist natürlich auch, sage ich mal, auch gerade auch aus Interessen der deutschen Wirtschaft, die natürlich dann eben Datenschutzbeauftragte hat, was auch jetzt nicht billig ist, weil man jemanden haben muss dafür. Wichtig, dass auch andere Unternehmen Datenschutzbeauftragte haben. Und natürlich ist es auch für die Betroffenen gut, weil natürlich nicht nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland ihre Daten verarbeiten. Und da ist in harten Verhandlungen dann das Ergebnis rausgekommen, dass sozusagen haben sich Kommission und das Parlament gegen den Rat, muss man sagen, mit Ausnahme von Deutschland, die Mitgliedstaaten waren da sehr skeptisch, durchgesetzt, dass also zumindest Behörden und bestimmte Unternehmen Datenschutzbeauftragte brauchen. Und also bestellen müssen. Das ist nämlich einmal, deshalb habe ich das hier aufgeschrieben,
Ja, also wenn Ihre Kernaktivität sozusagen require regular and systematic monitoring of data subject on a large scale. Also den politischen Kompromiss hören Sie aus der Formulierung ziemlich ja schon raus. On a large scale und regular and systematic monitoring. Also was da genau alles drunter fällt, wird man sich sicherlich jetzt genau überlegen müssen. Aber eben dann auch, wenn Sie vor allem großen Maßstab sensible Daten verarbeiten. Sensible Daten meine ich, das sind also die besonderen Arten von Daten. Wir haben ja, das hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt, das haben wir auch beibehalten. Wir haben ja sozusagen normale personenbezogene Daten und wir haben besondere Arten, besondere Daten, personenbezogene Daten, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Rasse, Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Orientierung, wie Parteizugehörigkeiten und Ähnlichem, die besonderem Rechts, also besonders engen Verarbeitungsvoraussetzungen genügen. Das haben wir auch beibehalten. Übrigens ergänzt auch noch um genetische Daten und ergänzt auch um biometrische Daten unter bestimmten Voraussetzungen. Neu ist auch, es gibt jetzt ein, dann sozusagen etwas, was dann darauf aufsetzt, dann auch noch, das ist sozusagen eher das behördliche System, was sich da ein bisschen auch widerspiegelt. Wir haben nämlich eine Datenschutzfolgeabschätzung. Das heißt, zunächst muss, wenn ein Unternehmen Daten verarbeitet und diese Datenverarbeitung beinhaltet ja ein hohes Risiko oder ein wahrscheinlich hohes Risiko für die Betroffenen, also das ist dann genauer definiert, also weil das besondere Auswirkungen auf sie hat, weil da ihnen besonderes Risiko eines Identitätsdiebstahls sind, weil die Daten besonders sensibel sind, weil sie Finanzdinge betreffen beispielsweise. Dann muss man eine umfassende Datenschutzfolgeabschätzung machen, muss also genau schauen, wie ist das hier gesichert, auf welchen Grundlagen beruht das Ganze, wie kann ich, muss ich vielleicht noch zusätzliche Safeguards einbauen und Ähnliches. Und wenn ich dann am Ende dann zum Ergebnis komme, wir haben eine ganz risikoreiche oder Datenverarbeitung mit hohem Risiko, dann muss ich auch noch die Daten, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die habe ich jetzt hier im Folgenden mal DPA, Data Protection Authorities abgekürzt, muss ich auch noch die vorher konsultieren, bevor ich das Ganze machen kann. Was wir das erste Mal regeln, was wir bisher im Datenschutzrecht, wie ich immer finde, so überhaupt nicht regeln, sind Kinder. Also Sie kennen das ja vielleicht im Datenschutzrecht zu die Diskussion, wann ist eigentlich jemand einwilligungsfähig im deutschen Recht? Schwierige Frage. Ja, ist das eher grundrechtlich zu beurteilen, so wie die Religionszugehörigkeit, also sprich Einsichtsfähigkeit? Ist das eher so zu beurteilen wie im BGB vielleicht? Wie die Geschäftsfähigkeit? Ganz schwierige Frage. Also BGH hat das mal letztens entschieden, da ging es um Werbung für eine Krankenversicherung für Auszubildende, kam dann dazu 16 Jahren. Ganz schwierige Frage, aber generell zu sagen, bisher haben wir eigentlich gar nichts geregelt. Und ich finde es deshalb gut, dass in der Datenschutzgrundverordnung das Problem schon mal angesprochen ist, weil bisher war das wirklich so eine Sache, jeder weiß, dass es da ein Problem ist. Wir wissen auch alle, es gibt eigentlich keine wirklich gute Lösung. Denn das Problem ist natürlich immer, wenn Sie herausfinden wollen, ob jemand ein Kind ist, brauchen Sie mehr Informationen. Wenn Sie eine Einwilligung seiner Eltern wollen, müssen Sie erstmal wissen, wer sind die Eltern. Sind das auch die Eltern dieses Kindes? Und dann müssen die das irgendwie nachweisen. Wie machen die das eigentlich? Geht meistens nur mit einem Medienbruch, wenn das im Internet ist. Zumindest hat man jetzt das Problem mal angegangen. Und man hat deshalb spezielle Regelungen geschaffen zur Einwilligung. Nämlich bei Diensten der Informationsgesellschaft heißt das immer, da können Sie sich dann denken, wenn Sie das lesen, also im Großen und Ganzen Internet, ist wenn der unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern erforderlich. Also das heißt, Facebook unter 16 Jahre müssen Mama oder Papa zustimmen. Ja. Also es ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir den bisher noch überhaupt nicht angefasst haben. Und weil der natürlich sozusagen Anreize beinhaltet, oder nicht nur Anreize, sondern eben auch einen Anlass beinhaltet, dass die Anbieter eben dann wirklich zumutbare Anstrengungen zur Altersverifikation unternehmen. Also keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel früher nicht verstanden, da gibt es ein Portal, das nennt sich SchülerVZ und Leute melden sich an als Kinder einer bestimmten Grundschule, da muss man doch eigentlich ins Nachdenken kommen. Auch vielleicht als Datenschutzaufsichtsbehörde. Die Mitgliedstaaten können aber die Altersgrenze auf 13 herabsenken.
muss man schauen, wie davon Gebrauch gemacht wird. Das soll auch sich keine Auswirkungen auf das Vertragsrecht haben. Und auch an anderen Stellen haben wir sozusagen diese besondere Gefährdungslage, in der Kinder sind, versucht, Rechnung zu tragen. Zum Beispiel bei der normalen Interessenabwägung als Grundlage einer Datenverarbeitung soll das besonders berücksichtigt werden, ob derjenige ein Kind ist, was natürlich ganz klar ist. Ein Kind kann nicht genauso gut wie ein Erwachsener übersehen, was mit seinen Daten mal passiert, in welchen Kontext sie kommen. Durchläuft auch stärkere Entwicklungen und wird vielleicht auch deshalb stärker auch noch gehemmt dabei und kann auch stärkere Nachteile darüber dann erfahren. Und dann gibt es eben auch sozusagen korrespondierend mit der Einwilligung bei den Diensten der Informationsgesellschaft gegenüber diesen Diensten ein spezielles Löschungsrecht, wenn ich Daten als Kind dort veröffentlicht habe. Glaube ich auch ein ganz guter Punkt. So, alles gut soweit. Ich sage mal so, wir haben hier Fortschritte erzielt und ich glaube, die sind auch sehr wichtig. Trotz allem natürlich jetzt Punkte gegeben, wo man sich vielleicht auch noch mehr gewünscht hätte. Wo man vielleicht sagen müsste, naja gut, da sind wir jetzt sozusagen doch noch sehr herkömmlich, da hätten wir innovativere Ansätze mal weiter verfolgen können. Es ist natürlich so, es sind 29 Mitgliedstaaten, es sind noch Kommission, EP mit beteiligt als Akteure. Es ist ein sehr komplizierter Rechtsakt. Insofern ist es schon, sage ich mal, eine große Leistung, dass wir da zu einem, wie ich finde, so guten Ergebnis gekommen sind. Aber natürlich gab es Punkte, wo wir uns ein bisschen mehr sozusagen noch überlegt hatten. Das ist zum Beispiel der Punkt Profiling, also Profilbildung. Wobei man jetzt schon anfangen muss, sich zu überlegen, was ist eigentlich Profilbildung? Winfried Fall lächelt zurecht, darüber kann man nämlich lange diskutieren. Ich verstehe jetzt mal Profilbildung so, dass man, wie das das Bundesverfassungsgericht tut, viele Informationen zusammenträgt und am Ende letztlich dadurch schafft, ein zumindest Teilabbild einer Persönlichkeit zu erstellen. Also was besonders aussagekräftig ist. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dafür spezielle Regelungen zur Profilbildung reinzubringen. Das ist uns leider nicht gelungen. Die Kommission hatte Profiling mal erwähnt im Gesetzgebungsentwurf, und es ist auch jetzt noch drin, aber letztlich merken Sie, vom Regelungseffekt her können Sie das rausstreichen. Das ist reine Symbolik. Wir haben auch keine Definition mehr, sondern das Einzige, was wir haben, das genauso gemacht letztlich wie in der Richtlinie, das Einzige, was wir haben, da hatten wir halt überlegt anzusetzen, ist, wir haben so eine Regelung, die etwas merkwürdig ist, datenschutzrechtlich zur automatisierten Einzelfallentscheidung. Der Gedanke ist weniger datenschutzrechtlich, sondern mehr so ein bisschen wichtige Entscheidungen über sie sollen nicht alleine eine Maschine oder auf Basis eines Maschinenurteils gefasst werden. Das haben wir letztlich beibehalten und das nicht auf Profilbildung ausgeweitet. Und es ist nur gelungen, da jetzt solche Arten von Entscheidungen, die im Hinblick auf Big Data beispielsweise besonders wichtig werden, gewisse Qualitätsmerkmale aufzunehmen, die wir auch schon so im BDSG zum Scoring haben. Wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht, auch noch bei Privacy by Design Default, also Datenschutz durch Technik oder technikfreundliche Voreinstellungen. Toll ist, dass wir das jetzt das erste Mal drin haben. Letztlich ist das aber so, dass da im Grunde genommen drinsteht, die Technik muss so gebaut sein, dass sie dem, der sie verwendet, es erlaubt, die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Aber ja, ehrlich gesagt, dass sich das, die Technik nach dem Recht und nicht umgekehrt richten muss, das wussten wir auch schon vorher. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn man jetzt überlegt hätte, dass man die Selbstbestimmung stärken würde. Also beispielsweise, dass man immer die datenschutzfreundlichsten Voreinstellungen hat. Also sprich sozusagen, alle Datenübermittlungen sind, wenn man jetzt ein Handy bekommt oder einen Fernseher kauft, ein Smart TV, erstmal auf ausgestellt. Hätte stärker ausgeprägt sein können. Aber wie gesagt, gute Ansätze. Und wir hätten uns halt auch eine Sache gewünscht, dass man das auch an die Hersteller wendet. Dann denken Sie mal heute daran, Internet der Dinge. Wir haben ganz viele Geräte, die kaufen wir einfach. Da können wir auch wenig dran ändern. Und da findet Datenverarbeitung statt. Also beispielsweise denken Sie an Nest, also diese Thermostate. Da können Sie nicht besonders viel machen als Nutzer. Und umso wichtiger wird es natürlich, dass Datenschutz quasi in die Konstruktion schon mit einfließt oder beim Connected Car. Einen Punkt auch, den wir uns gewünscht hätten, wir haben in Deutschland Pseudonymisierung und Anonymisierung als Schutzmechanismen. Also sprich, an Pseudonymisierung wissen Sie nicht, wir haben sozusagen eine Liste, da werden dann von Leuten, also beispielsweise Patienten, und da werden die Namen durch
durch Buchstabenkombinationen oder Codes ersetzt und irgendjemand hat dann die Liste und kann dann diese Codes mit den echten Namen zusammenführen, das pseudonymisiert. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, weil sie die Gefahr, dass da für den Einzelnen irgendwelche Informationen verarbeitet werden, ganz stark beschränken, weil nur eben diese eine Person, die Zuordnungsliste hat, was damit anfangen kann. Genauso, wenn man da Daten anonymisiert. Hätten wir gerne mehr reingebracht, kamen wir leider nicht so weit, wie wir wollten. Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, damit wir bis 7 durch sind, eine Stunde zum Diskutieren haben. Wichtig ist natürlich, Datenschutzrecht ist nur so gut wie seine Durchsetzung, wie jedes Recht. Zunächst mal kurz zum Marktortprinzip und Sanktionen. Marktortprinzip haben Sie wahrscheinlich alle gehört. Also das ist eigentlich sozusagen der politische kleinste gemeinsame Nenner von allem, war immer das Marktortprinzip. Da geht es darum, im Grunde genommen, wer Waren oder Dienstleistungen in der EU an Personen anbietet auf diesem Markt. Unterliegt dem europäischen Datenschutzrecht. Alleine schon das notwendig, um ein Level Playing Field mit unserer, sag ich mal, heimischen Industrie und Unternehmen zu gewährleisten. Das Ganze hat jetzt so ein bisschen an Brisanz verloren, da gibt's, weil der EuGH in Google Spanien das ein bisschen vorweggenommen hat. Man braucht nur irgendeine Niederlassung in der EU und auch in einem Drittstaat können dann Daten verarbeitet werden. Sofern das für diese Niederlassung ist oder zwischen, also ein enger Zusammenhang besteht, findet das Datenschutzrecht dann auch schon Anwendung, das europäische. Und dann hat er noch in einem kürzlichen Urteil Weltimmo ganz geringe Anforderungen gestellt, was eine Niederlassung ist. Also größter Effekt dieses Marktortprinzips ist, wenn wir überhaupt keine Niederlassung haben, sind ein Versandhändler mit Sitz in New York. Sie versenden Leuten an der EU irgendwelche Waren und wollen Daten verarbeiten. Sie unterliegen dem europäischen Datenschutzrecht. Ein Punkt, der bisher noch nicht so stark im Fokus steht, der aber ganz, ganz wichtig ist in der Praxis, das ist jetzt wie eigentlich nicht Marktortprinzip, sondern eher so ein Auswirkungsprinzip. Wenn Sie Verhalten von EU-Bürgern oder Personen in der EU, besser gesagt, monitoren, also überwachen, unterliegen Sie auch dem europäischen Datenschutzrecht. Wann ist das besonders wichtig? Beim Webtracking. Also wenn Sie das Surfverhalten von Leuten, mittels Cookies beispielsweise, die in der EU sind und sitzen, während Sie das machen, überwachen, unterliegen Sie europäischem Datenschutzrecht. Das ist ein ziemlich weitgehender Punkt, der bisher gegenüber dem eigentlichen Marktortprinzip so ein bisschen eher im Schatten stand. So, wichtig ist, haben Sie bestimmt auch schon gehört, Datenschutzrecht bekommt abschreckende Sanktionen. Manch ein Anwalt spricht schon vom Datenschutzrecht als neuem Kartellrecht. Bestimmt auch zu Recht, denn die Sanktionen können bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes sein. Also es lohnt sich nicht mehr, es soll sich nicht mehr lohnen, dass man quasi bewusst Datenschutzrechtsbrüche oder Verstöße in Kauf nimmt, um erstmal Marktanteile zu gewinnen. Das ist natürlich auch aus der Unternehmen, die sich rechtstreu verhalten, eine ganz wichtige Sache. Es führt aber natürlich auch dazu, dass Datenschutzrecht in allen Unternehmen noch wichtiger werden wird und ist also eine ganz erhebliche Steigerung. Also beispielsweise, wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, die Sanktionen in Deutschland sind jetzt schon nicht so gering, da sind sie maximal bei 300.000 Euro. Wenn Sie von 4% des weltweiten Jahresumsatzes sprechen, sind Sie in ganz anderen Dimensionen. So, aber das Wichtigste ist natürlich, wer setzt das Datenschutzrecht eigentlich durch? Wir haben ja das System, dass Sie das nicht nur selber machen können, sondern wir haben sozusagen auch Datenschutzaufsichtsbehörden, die, so habe ich das immer verstanden, im Grunde genommen Ihnen zur Seite stehen sollen, weil Sie das nicht alles selber machen können und dadurch der Durchsetzung auch Ihrer Rechte dienen sollen. Und das ist natürlich schwierig. Sie haben jetzt in der EU das Problem, dass man einerseits sagt, wir wollen natürlich haben einheitliches Recht, wir wollen es auch einheitlich durchsetzen. Das heißt, es muss einheitlich ausgelegt werden. Wie kriegen wir das hin? Andererseits soll es natürlich so sein, wir haben einheitliches Recht, das ist natürlich gedacht auch, dass es für die Wirtschaft eine Erleichterung ist. Soll ein Unternehmen, das europaweit einheitlich seine Datenverarbeitung regelt, sich wirklich mit allen Datenschutzaufsichtsbehörden abstimmen? Ja, nein. Das war also auch ein Grundbaustein des Vorschlags der Kommission. Das Unternehmen soll einen einheitlichen Ansprechpartner, eine einheitliche Anlaufstelle, sogenannter One-Stop-Shop haben. Problem ist natürlich nur, Sie sitzen jetzt, ich gehe nochmal hier zurück, daher hatte ich dieses Bild, beispielsweise
Weiß jemand von Ihnen übrigens, was das, wer das, was das für ein Gebäude ist? Also, ich meine, nicht den Supermarkt unten, sondern in dem ersten Stock. Die irische Datenschutzaufsichtsbehörde ist das. Nichts gegen Irren, aber es ist so wunderbar, es ist so wunderbar plakativ, weil es das ist in einem Vorort von Dublin und ich sage mal so, man würde ihnen ein schöneres Gebäude wünschen. Und wäre wohl auch angemessen. Also jetzt stellen Sie sich vor, wie gesagt, Sie sind ein Unternehmen, Sie haben Ihren Sitz, Ihr Sitz ist in Irland, sind aber ein Betroffener. Nehmen wir mal an, um zu dem Herrn zurückzugehen, der vorhin auch da auf einem Foto war. Sie sitzen aber in Österreich. Wenn Sie jetzt extra nach Irland gehen müssen, ist das natürlich schwierig für Sie. Dann ist das ein Problem der Bürgernähe. Für Sie wäre es ja viel besser, wenn Sie sich an Ihre österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde wenden können. So, also wir haben jetzt im Grunde genommen das Problem hier, so verschiedenste Interessen, die irgendwie gegenläufig sind. Und so ein bisschen brauchten wir eine Quadratur des Kreises, beziehungsweise eine gute Ausfüllung dieses Dreiecks. Also, das haben wir versucht wie folgt zu lösen. Wir haben erstmal gesagt, okay, einheitliche Anlaufstelle gibt es. Es gibt eine sogenannte Lead Supervisory Authority, die ist an der Hauptniederlassung oder auch bei Sitz der Konzernmutter. Es geht auch für verbundene Unternehmen. Dann haben wir weiterhin so, dass die Anlaufstelle für Sie, für den Betroffenen vor Ort bleibt seine lokale Datenschutzaufsichtsbehörde. Die bleibt auch zuständig, wenn wir eine rein lokale Datenverarbeitung haben. Also ich sage mal als Beispiel, nehmen wir so ein Unternehmen wie, nehmen wir mal an Benetton oder sowas, die haben vielleicht eine Kundendatei, die wird europaweit einheitlich, dann von der Lead Supervisory Authority abgestimmt, aber die haben vielleicht auch in jedem einzelnen Shop eine Videokamera. Das ist dann eher eine Frage für die lokale Datenschutzaufsichtsbehörde. Und dann haben wir jetzt eben nicht nur einen Player, sondern auch dann ganz leicht mehrere und die müssen dann miteinander kooperieren können. Da gibt es ein sehr komplexes Kooperationsverfahren, wie die sich abstimmen und was passiert, wenn die sich nicht einigen können. Dann gibt es eine verbindliche Entscheidung durch den European Data Protection Board. Das ist der Nachfolger der jetzigen Artikel 29-Gruppe. Da sitzen die Datenschutzaufsichtsbehörden aus allen Mitgliedstaaten drin. Beziehungsweise wenn man mehrere hat, muss man einen benennen, einen Vertreter. Und die stimmen dann am Ende ab und treffen eine einheitliche Entscheidung für ganz Europa. Die sind auch wichtig deshalb, weil sie auch Empfehlungen geben. Und Datenschutzrecht kennen wir ja. Viele Sachen sind Generalklauseln, Abwägungsklauseln. Das ist natürlich ganz wichtig, welche Guidelines es gibt. Ich möchte das mal kurz so ein bisschen darlegen und dann werde ich mich auch sputen hier. Also wenn wir uns überlegen, Sie sind jetzt ein österreichischer Staatsangehöriger, der sich gerne gegen sein soziales Netzwerk wehren möchte, dann gehen Sie zu Ihrer österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Die prüft jetzt erstmal Ihre Beschwerde. Und vielleicht nimmt die sich der Sache sogar so stark an und macht einen eigenen Entwurf für eine Entscheidung und sagt, also unserem Bürger muss abgeholfen werden. Das kann sie aber nicht selbst entscheiden, weil das Unternehmen, sozusagen die einheitlichen Entscheidungen, trifft eigentlich unsere Lead Supervisory Authority oder Lead DPA, habe ich das genannt. Die bekommt dann den Entwurf und die fertigt einen eigenen Entwurf an. Und dabei muss sie taking utmost account zu dem Draft, also von der Heimat-DPA des einzelnen Bürgers tragen. Und dann beginnt eben das Kooperationsverfahren. Die übermittelt diesen Draft an alle betroffenen Datenschutzaufsichtsbehörden, also beim Unternehmen, was europaweit tätig ist, an alle. Und die können dann innerhalb von 4 Wochen begründete und erhebliche Widersprüche geltend machen. Wenn das geschieht, oder sagen wir mal so, wenn das nicht geschieht und es geht durch, dann erlässt die Lead DPA einfach eine Entscheidung an das Unternehmen mit europaweit verbindlicher Entscheidung. Der Beschwerdeführer wird von seiner lokalen Behörde informiert und das Verfahren ist beendet. Wenn es aber einen Widerspruch gibt, wie wird dieser Widerspruch aufgelöst? Dann geht das Ganze eben in den European Data Protection Board und der kann dann erstmal mit 2/3 Mehrheit, wenn er zu keiner Entscheidung kommt, mit einer einfachen Mehrheit, dann eben entscheiden. Und sozusagen die Entscheidung wird dann aber umgesetzt, wieder von den normalen Aufsichtsbehörden. Das sind jetzt aber Feinheiten, über die können wir, auch europarechtliche Feinheiten, über die können wir gleich reden. Ich wollte Ihnen nur mal das Grundmodell darlegen. Jetzt werde ich auch hier etwas schneller. Vielleicht eine Sache ist nur wichtig.
diese Entscheidung von dem European Data Protection Board, der Europarecht, da denken wir gleich, oh, das ist ja eine europäische Entscheidung. Was ist denn, wenn das jemand angreifen will? Da muss ich nämlich in der Tat zum EuG gehen. Und dabei will ich es hier mal, sage ich mal, belassen. Also Inzident prüfen, Stichwort Fotofrost, geht nicht. Dabei belasse ich es hier mal, damit wir weiterkommen. So, für uns ganz wichtig, Vollharmonisierung und Öffnungsklausel. Ups, Entschuldigung, jetzt hakt es hier gerade. Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Kommission hat sozusagen den großen Sprung gewagt, ist von der Richtlinie zur Verordnung gesprungen. Wir hatten zwar, also schon muss man sagen, war die Richtlinie vollharmonisierend. Das heißt, sie konnten konkretisieren an bestimmten die Richtlinie, aber sie durften, um also beispielsweise besonderen Betroffenheiten und den konkreten Situationen Rechnung zu tragen, sie durften aber nie die Tragweite der politischen Entscheidung der Richtlinie in irgendeiner Form abändern oder in Frage stellen. Bei der Vollharmonisierung ist es natürlich anders. Da haben Sie nicht mehr diese nationalen Vorschriften, die das umsetzen, sondern die werden im großen Teil wegfallen. Das heißt, prinzipiell gibt es kein Datenschutzrecht, nationales Datenschutzrecht mehr, sofern wir nicht eine Öffnungsklausel haben. Aber, das muss man auch sagen, wir haben doch relativ viele Öffnungsklauseln. Also fangen wir erstmal an, was passiert eigentlich mit unserem nationalen Datenschutzrecht. Also die Vollharmonisierung führt dazu, dass vor allen Dingen im privaten Bereich alle Datenschutzregeln, die wir haben, wegfallen. Also es betrifft vor allen Dingen die 28 fortfolgenden BDSG. Das betrifft teilweise dann auch die Videoüberwachung durch Private. Das betrifft aber auch, also auch andere Vorschriften, zum Beispiel im Telemediengesetz, sofern die nicht auf der E-Privacy-Richtlinie beruhen. Wir haben dann aber sozusagen verschiedene Arten von Möglichkeiten der Öffnung und der Konkretisierung durch den nationalen Gesetzgeber. Also beispielsweise ganz stark, da komme ich zum öffentlichen Bereich. Also sprich, wenn die Datenverarbeitung für öffentliche Aufgaben oder in Ausübung von Hoheitsgewalt geschieht, was ja auch logisch ist, da brauche ich ja auch jetzt schon eine gesetzliche Grundlage und die darf ich eben sehr weit ausgestalten, komme ich gleich zu. Wir haben weiterhin auch die Möglichkeit, eine Konkretisierung im Arbeitsrecht zu erlassen. Das ist für uns hier ganz wichtig gewesen in Deutschland, weil ja immer wieder auch in der Diskussion ist, auch die Koalition hat sich das vorgenommen, ein Beschäftigtendatenschutzgesetz irgendwann zu erlassen, was aber sehr politisch sehr schwierig ist. Und wir haben natürlich weiterhin Ausnahmen, die wir auch schon kennen, natürlich für öffentliche Sicherheit beispielsweise und dann aber auch im Bereich Forschung, Statistik, hatte ich vorhin schon angesprochen, dass es da gewisse Privilegierungen gibt. Da kann ich dann zum Beispiel Ausnahmen von betroffenen Rechten vorsehen. Und wir haben noch am Ende tatsächlich auch noch gewisse, sage ich mal, Entscheidungsspielräume. Also zum Beispiel können die Mitgliedstaaten, das war wirklich also eher punktuell, entscheiden, ob diese sensiblen Daten, beispielsweise Gesundheitsdaten, ob ich da in deren Verarbeitung überhaupt einwilligen darf. Oder ob ich die Einwilligung dementsprechend vielleicht sogar hier gar nicht erlaube. Und man darf spezifizieren und auch zusätzliche Voraussetzungen an die Datenverarbeitung von Gesundheitsdaten, genetischen Daten und biometrischen Daten stehen. Also genetische Daten sind ganz wichtig. Ich kenne zum Beispiel das Gendiagnostikgesetz, das sind sehr strikte Voraussetzungen, die wir da haben. Wichtig ist das vor allen Dingen, was also sehr uns in fast allen Bereichen mit des öffentlichen Rechts betrifft, der sogenannte öffentliche Bereich. Da gilt halt die DSGVO auch, sofern nicht diese Richtlinie für Justiz und Polizei einschlägig ist. Da haben wir nämlich ein sehr ausdifferenziertes, bereichsspezifisches Datenschutzrecht. Und gerade diese Ausdifferenzierung und die genauen Regeln sind auch sehr, sag ich mal, für das deutsche hohe Datenschutzniveau wichtig gewesen. Und das werden wir alles weitgehend beibehalten können, weil uns eben die Verordnung die Möglichkeit gibt, hier konkretisierend tätig zu werden. Also beispielsweise, wann ist die Datenverarbeitung zulässig? Ich meine, das ergibt sich schon ganz klar. Wenn ich eine gesetzliche Grundlage habe, muss die klar und eindeutig festlegen, unter welchen Voraussetzungen Daten verarbeitet werden dürfen. Sie kann die Zwecke festlegen, aber auch zum Beispiel die Empfänger begrenzen. Da wird man auch sagen können, man wird bestimmte Voraussetzungen daran zum Beispiel stellen können, wann eine Auftragsdatenverarbeitung zulässig ist. Oder auch an die Datensicherheit können bestimmte Voraussetzungen zusätzlich Art gestellt werden. Wichtig ist sowas zum Beispiel im SGB. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, da haben wir ein ganz ausgefeiltes Datenschutzrecht mit ganz vielen zusätzlichen Gewährleistungen, weil es natürlich jetzt, wenn Sie denken, Sie an einen Antrag auf Hartz IV, um ganz sensible Daten geht, da muss derjenige sicher bildlich gesprochen finanziell wirklich ausziehen. Das ist dann natürlich besonderen Regularien unterworfen, auch weil derjenige natürlich in einer Wahnsinnsdrucksituation ist. So.
Ich komme jetzt mal zum Schluss. Ich glaube, dann müssen wir jetzt auch, sollten wir auch mal zur Diskussion kommen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ich habe Ihnen eine Menge vorgestellt. Ist das Ganze schon durch? Politisch ja, wie Professor Penies gesagt hat. Der Trilog zwischen EP, Kommission und Rat ist abgeschlossen worden im Dezember. Aber es dauert jetzt noch einen Moment. Es muss jetzt übersetzt werden. Es wird jetzt politisch angenommen. Es wird jetzt sozusagen der Trilog ist so etwas Informelles. Es wird jetzt erstmal sozusagen das Gesetzgebungsverfahren zu Ende geführt. Wir nehmen an, dass das Ganze so im Mai geschehen wird. Im Juni wird es dann wahrscheinlich im Amtsblatt sein. Und wenn es im Amtsblatt war, dann haben wir 2 Jahre, also dann in Kraft tritt, dann haben wir 2 Jahre lang Zeit, um das deutsche Datenschutzrecht anzupassen und fit zu machen. Was bedeutet fit machen? Das bedeutet einmal, das, was ich eben gesagt habe, einiges Feld wird wegfallen. Das müssen wir aufheben. Das wird auch für Dinge und in gewissem Maße gelten, dass vielleicht einfach nur das wiederholt, was da drin steht. Also die Systematik ist ja ganz ähnlich. Denn entgegenstehendes Recht und unter gewissen im Regelfall auch gleichlautendes Recht ist aufzuheben, auch wenn das natürlich eigentlich nicht schlimm ist. Aber das hat gewisse Europa primärrechtliche Gründe. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, beispielsweise, wie treffen wir bestimmte Entscheidungen. Beispielsweise habe ich vorhin den Europäischen Datenschutzausschuss, also European Data Protection Board, genannt. Wer sitzt da eigentlich? Die Datenschutzbeauftragte? Irgendein Ländervertreter? Also in Deutschland ist es ja so, dass gerade im privaten Bereich, für den das relevant ist, weil dort vor allen Dingen Entscheidungen transnationaler Art getroffen werden, die Unternehmen betreffen. Da liegt aber die Durchsetzung des Datenschutzrechts den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Da muss man also jetzt auch einen Mechanismus finden. Wer vertritt dort eigentlich Deutschland? Wie wird das abgestimmt, was derjenige sagt? Oder auch, erinnern Sie sich hier an die Frage, zum Beispiel Relevant and Reasoned Objections. Wie wird dann dort die Meinungsbildung in Deutschland stattfinden? Kann jede Datenschutzaufsichtsbehörde so einen Widerspruch vorbringen? Oder müssen die das mit mehr machen? Muss man sich jetzt alles überlegen. Dafür haben wir jetzt 2 Jahre lang Zeit, ist eine Menge Arbeit. Wir haben auch noch weniger als 2 Jahre Zeit, weil zwischendrin wird auch noch gewählt. Und deshalb machen wir uns da auch schon, beziehungsweise vor allem die Kollegen im Bundesinnenministerium, die da federführend sind, ganz fleißig an die Arbeit. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus